Cool. Ein botanischer Garten zum Friedhof wäre schon fancy, ne? Ah, krieg ich jetzt nicht direkt dahinter gesetzt. Dahinter wäre halt cool gewesen, ne? Glaube ich, wenn der botanische Garten direkt am Friedhof angrenzt. Naja. Am Parkanlage. Kleiner Park, kleiner Platz, kleiner Spielplatz. Ein Hundepark. Direkt zum Friedhof. Haben wir eigentlich hier keine... Wir haben hier keinen Fußweg mehr, ne? Stimmt, den hatte ich ja weggemacht. Wie ist das denn hier an? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann machen wir einfach hier noch einen Weg lang. Machen wir den weg. Können wir gucken, ob wir hier noch einen Park mit reinzimmern. Und die sind alle sehr... Oh, klein. Was ist das? Eine Feuerstelle. Eine Feuerstelle mit Bänken und Picknicktischen, um Familien das Kochen im Freien zu ermöglichen. Okay, cool. Der ist total unbegeistert. Okay, cool. Aha. Sowas aber auch. Wie groß sind die Park... Oh. Gar nicht mal so groß, ne? Das ist, glaube ich, sinniger, wenn wir kleine Parks in die Stadt setzen. Hin und wieder mal. Kleiner Platz. Leute sollen sich auch wohlfühlen, ne? Jetzt sind wir über dahin, wo schon Leute wohnen, damit die maximal angepisst sind. Gut aus. Machen wir das auch erstmal so. Relativ random. Taxistand. An diesem Taxistand bei europäischen Stil können Taxis auf Fahrgäste warten und Oder machen wir doch einen Taxistand zum Friedhof. Haben wir sonst noch einen Hotspot? Also in der Commercial-Zone, würde ich sagen. Da können die Leute warten. Ah, überdachter Taxistand, den habe ich gesehen. Wie sieht denn der Taxistand aus, der unüberdachte? Ist einfach nur ein Schild oder was? Ja, ist einfach nur ein Schild. Oh, guck mal! Vor der Tankstelle! Vor zwei Tankstellen! Sag mal, wer... Direkt zwei Tankstellen nebeneinander. So geht Wettbewerb. Oh, ich hätte schon echt gerne einen Cargo-Hafen. Dann können wir nämlich Industriegebiet erweitern, was wir auch demnächst machen müssen. Dann hole ich hier diese Kacheln. Boah, das sieht man im Dunkeln schlecht, ne? Lass mal für eine Zeit Tag und Nacht ausstellen. Ah, meine Augen! Und dann holen wir uns jetzt einfach ganz frech Wasser. So, dann müsste ich doch jetzt Hafen bauen. Hafen? Frachthafen. Ach du heilige Scheiße, ist der groß. Boah, hier hinten, ne? Hier neben die Bucht. Der war im ersten Teil war der kleiner. War alles kleiner. Auch mein... Penis. Wollen wir hier? Ebnet der das automatisch?
gut aus. Kann man machen. Und da muss ich gleich, glaube ich, Seewege machen, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier rumkomme. Dann kaufen die beiden Karren auch noch. Haben wir fast alle nur für den Hafen hier ausgegeben. Aber first things first. Terraforming. Können wir den Pinsel noch ein bisschen größer machen. Oh, ich hoffe, das ist jetzt... Das ist die gleiche Höhe. Ich bin begeistert. Ist ja wirklich die gleiche Höhe. Ich bin maximal begeistert. Gleiche Höhe, das Industriegebiet. Pogcem. Muss nämlich auch mit der Straße verbunden werden, der gute Hafen. Logischerweise. Oh, eine vierspurige Straße davor ballern. Davon aus, dass sie jetzt einfach gleich rauffahren. Und hier im 90 Grad Winkel ab. Wo haben wir denn hier? Da war unsere Hauptstraße. So, opala. Dann machen wir eine geschmeidige Kurve rein. Sieht geschmeidig aus. Oder? Würde ich sagen. Mal hoffen, dass ich weiß, wo ich die Kurve angefangen habe. Könnte man nämlich hier parallel dann... Oh, warte mal. Können wir ein bisschen parallel laufen lassen dann, ne? Ich glaube noch ein Stück weiter. So... Gucken, dass wir hier dann was parallel machen. Habe ich die nur bis hier gemacht? Ich glaube schon. Und dann hier die Kurve. Sieht jetzt nicht unbedingt parallel aus. Ich die Straße hier einfach einen reinsetze. Sollst du mir da keine Kurve hinmachen, Kollege. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die Straße gleich gebaut. Nee, die haben wir gleich. Hoffe ich. Dann war das doch so gerade richtig, wie ich es machen wollte. So nämlich. Ah, das sieht doch gut aus. Das Ding ist aber, dass ich die eigentlich ja nicht hier ranmachen wollte. So, und dann hier einmal parallel. Und dann zum Beispiel hier erstmal mit rein. So. Das wäre jetzt erstmal der Zugang zum Hafen. Oh, warte mal. Genau, und jetzt machen wir noch die Seestraße. Schließen wir hier nämlich an. Darf ich nicht? So. Haben wir angeschlossen. So, dann gucken wir mal. Schiffsrouten. So. Ich muss die nämlich hier mit der Außenwelt verbinden. Alfurt. Einmal nach Alfurt und einmal zurück. Kann ich auch in die andere Richtung schon?
So. Haben wir in beide Richtungen eine Verbindung. Haben wir sonst noch hier was an? Da ist noch was. Einer. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Den da. Dann noch einfach den nochmal. Hier hin. Und dann noch einmal wieder zurück. Dann haben wir drei Schiffsverbindungen. Yay! Oh, cool. Haben wir rangebaut. Sehr cool. In Japan ist das mit dem Taxi ganz schlimm, also für dich als Tourist, außer du kannst Japanisch. Ich kann nur Anime-Japanisch. Reicht das? Ja, mein der Guter sei. Boah, kriege ich die hier ran? Hallo, ich würde gerne 180 Grad Winkel. Das sieht gut aus. Weiß ich, was dieser Strich hier soll? Also sieht verdammt gut aus. I like it. I like it. Kommen wir nämlich hier. Gut, hier ist der Taxistand, ne? Ballern wir hier nämlich noch Industrie ran. Vielleicht nicht unbedingt hier. Vielleicht brauchen wir die Straße noch. Man würde dann hier auch erstmal noch Industrie ballern. Wir könnten theoretisch hier ein paar Gebäude. Ein paar Büros platzieren, oder? Ich würde das mal ausprobieren. Ja, Mother Kudasai. Nicht genügend Kunden. Ich habe doch ein paar Kunden euch dahin platziert. Ich brauche noch ganz viel niedrige Dichte, ne? Geringe Dichte. Der Berg muss weg. Der Berg muss weg. Tschüss, Berg. So. Ja, vielleicht ist so eine ganz lange Commercial-Straße nicht die optimalste Lösung. Lass doch die hier einfach mal... Achso, nee, warte mal. Ich kann die einfach überpinseln. Lass die doch einfach mal überpinseln. Mein Handy-Akku ist gleich leer. Wie spät haben wir es eigentlich? 8. So. Geht in die Hauptstraße weiter. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ich habe gar nicht geguckt, wie lang diese Straße jetzt eigentlich war. So, ungefähr 480 Meter. Machen wir 500. Kriege ich 500 hin? Okay, machen wir 504. Und runter. Man kann Straßen auch einfach so über andere Straßen drüber bauen. Das ist so schön. It's so beautiful. I love it. I love it. So nämlich. Ich habe schon überlegt, ob ich das nicht hier auch mache, ne? Ich hier quasi Straßen auch quer baue. Dann hält. Gerade noch davon geschwärmt, dass man... Hallo? Dass man hier rüber bauen kann und macht das nicht, ne? Dann kann man nämlich hier die Straßen wegmachen. Doch. Können Commercial da eigentlich hier dann komplett langziehen? Dann machen wir hier komplett geringe Dichte rein. Und hier auch. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Oh! Entschuldigung, ich wollte gerade was essen. Was ist denn jetzt mit dem Strom los?
Was ist los? Oh! Das Kraftwerk kann Strom nicht erfüllen. Das kleine Kohlekraftwerk. Was ist denn, wenn wir... Wie viel brauchen wir denn? Wir haben... Verbrauchen 19,3 und haben 19. Was ist, wenn wir mal ein bisschen Windkraft bauen? Aber hier haben wir... Oh, der war ganz schwachen Wind an der Küste. Ich glaube, das liegt doch daran, dass ich die Berge weggemacht habe, ne? Hier haben wir schon mehr, aber auch nicht so viel. Und hier haben wir auch mehr. Ha! Entschuldigung. Aber das können wir halt nicht erweitern, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Dieses kleine Kohlekraftwerk. Kann man ein größeres machen? Gaskraftwerk können wir machen, ne? Da haben wir Kohle, Kern. Geothermales Kraftwerk. Unterirdische Wärme in Strom um, erzeugen dabei geringe Luftverschmutzung und Lärm. Hydroelektrisches Kraftwerk, Solarkraftwerk. Ich würde mal das Geothermale versuchen, sonst gehen wir aufs Gas. Geothermalkraft. Ach du heilige Scheiße. Im Wasser. Achso, ja, muss ja ins Wasser. Muss nicht ins Wasser. Kein Grundwasser. Ach, ich brauche dafür Grundwasser. Kommt das dahin? Weil die anderen Grundwasser, an die ich gerade. Oh Gott. Die anderen Grundwasser, an die ich gerade rankommen könnte, die liegen in Wohngebieten. Da würde ich das Kraftwerk ungern hinbauen. Das heißt. Ich mach nochmal ein bisschen Bergi weg. Ich sehe das nicht in den Bäumen, aber ich hoffe, wir sind auf dem Boden. Weg. Und machen dann hier. Dann wollen wir mal das Grundwasser anzeigen lassen. Danke. Und dann machen wir hier. Kommen wir eigentlich schon fast drüber, ne? Hier? Reicht das so? Schauen wir mal. Der meckert dann auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir können den hier. Ganz easy ranzimmern. Ich würde das gerne. So, so. Oh! Meilenstein erreicht. Kleines Städtchen. 1,2 Millionen haben wir dazu bekommen. 5 Entwicklungspunkte und 7 Kartenkacheln. Nice. Ich wollte das nämlich hier abschließen mit den. Das ist gut. Eieiei. Können wir noch erweitern. Hochspannungsumspannwerk. Erlaubt die Errichtung einer neuen, vom Kraftwerk ausgehenden Starkstromleitung. Zusätzlich Turbine erhöht die Stromleistung, ergänzt einen Anschluss für weitere Starkstromleitung. Ah ja. Okay, sieht cool aus. Binärzykluskraftwerk. Das Kraftwerk kann niedrige Erdwärmetemperaturen verarbeiten, was die erzeugte Energiemenge geringfügig erhöht. Macht jetzt aber keinen. Also da sieht man schon einen physischen... Habe ich ja schon eine Leitung, ne? Die würde ich dann auch ganz gerne wieder verbinden mit Herr und Frau Außenwelt. Kleines Detail, was man durchaus machen kann. Man kann Stromleitungen unter die Erde setzen. Ganz großer Fan. Wir verbinden aber die beiden Kraftwerke miteinander. Und dann sollten wir die Verbindung haben, jawohl. Man kann das unterirdisch setzen, wie gut ist das? Sehr gut, ist die Antwort. Nochmal Play. Und dann haben wir das Stromproblem gelöst. Oh Gott, oh, wir brauchen 20 und wir produzieren 180. Ja, ne?
Wir exportieren, glaube ich, jetzt ein bisschen Strom. Wir sind wieder im Minus. Wir sind heftig im Minus. Ach du Scheiße. Okay, jetzt sind wir im Plus. Nevermind. Muss ich hier wohl gerade erstmal angleichen. Wir haben 3.500 Einwohner. Da geht doch sicherlich noch mehr, ne? Machen wir das denn am besten? Da haben wir noch ganz viel geringe Dichte, die gebaut wird. Machen wir noch ein bisschen Planier-Action. Flache Städte sind gute Städte. So, wir bauen dann auf jeden Fall die Straße hier noch ein bisschen weiter. Die Frage ist, was wir hiermit dann noch machen, ne? Können wir auf jeden Fall auch schon mal miteinander verbinden. Wir könnten wir sonst schon mal, glaube ich, anfangen mit billigen Mietwohnungen. Irgendwas ist hier schräg. So ist das hier schräg. Oh, gemischte Wohngebäude. Oh, da sind unten... fancy. Da sind unten Geschäfte und oben die Wohngebäude. Sehr cool, billige Mietwohnung. Oh, hier vielleicht erstmal. Und wenn wir was brauchen, brauchen wir aktuell vor allem noch wieder geringe Dichte. Brauchen wir. Wir wollen die Leute nicht so in hohe Gebäude ziehen, ne? Haben die da so gar keinen Bock drauf. Oh, wir brauchen ganz viel Industrie. Ui, das habe ich nicht gesehen. Können wir eigentlich auch hier mit hochbauen, ne? War ja der ursprüngliche Plan dann dahinter. Das Problematische ist, weil wir es einfach hier wahrscheinlich nicht. Ja, einfach vors Kraftwerk noch was bauen. Und wie weit ist jetzt die Straße? Hallo? Wie weit ist jetzt hier die Straße? Das sind jetzt 708 Meter. Ja, da können wir, glaube ich, mit arbeiten. Das wäre jetzt erstmal die Idee gewesen. Jetzt erstmal alles schön mit Industriegebiet vollballern. Kann man, glaube ich, machen. Die Ruhrgebäude sind, glaube ich, nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde am Hafen schon gerne dann, wenn wir die haben, mit Meilenstein 10 Kleinstadt die Büros mit hoher Dichte dahin bauen. Ich glaube, das sieht besser aus. Und dann machen wir hier nämlich die Büros weg. Und dann machen wir die hier hin. Ich glaube, das ist cooler. Ich kenne nicht mehr. Ich habe jetzt bestimmt 20 Bekannte angeschrieben, die alle keine Zeit haben am Samstag. Und vom Rest weiß ich, dass sie auf Geburtstagsfeiern sein werden. Definitiv nicht helfen können. Ich gehe mal eben spazieren, den Kopf frei zu bekommen. Und dann setze ich mich wieder entspannt zu euch. Hoffe ich. Flo, viel Spaß beim Spazierengehen. Ich hoffe, du kriegst deinen Kopf ein bisschen frei. Drück die Daumen. Wie gesagt, ich hätte auch geholfen, aber ich habe am Samstag auch halt leider keine Zeit. I'm very sorry. Alter.
Oh ja, komplett mit SSD voll hier. Fahren wir schon mal vor, dann können sie es nämlich hier ausbreiten, wenn wir es brauchen. Oh, ein ganz schmuckes Industriegebiet haben wir dann eigentlich hier, ne? Nö, ich mache mir keine Vorwürfe, Flo, aber ich hätte gern geholfen. Das ist halt, ich weiß, wie das ist, wenn man niemanden hat, der dann helfen kann. Das ist kacke. Aber ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Spaziergang. Sehr cool. Me likey. Me very likey. Parkplätze hatte ich doch schon freigeschaltet, nicht? Ja. Kann man ein paar Parkplätze bauen. Wie groß ist ein sehr großer... Oh Gott, ein sehr großer Parkplatz ist sehr groß. Oh, warte mal. Wir könnten gegenüber vom Industriegebiet einen sehr großen Parkplatz bauen, ne? Die Leute, die da arbeiten und so. Und darum dann Bürogebäude. Schauen wir mal, ich lasse ihn da erstmal stehen und wir platzieren jetzt, glaube ich, erstmal noch ein paar Parkplätze in der Stadt. So hin und wieder einfach mal so ein paar kleine Parkplätze eingestreut. Glaube ich, dann für die arbeitende Bevölkerung ganz easy. Wahrscheinlich auch hier für die Bewohner. Und auch die Commercials. Machen das einfach so ein bisschen provisorisch. Hier mal einer hin. Oh, gleich zur Schule. In die Nähe von der Schule vielleicht. Bei der Polizeistation. Vielleicht dann sogar ein großer. So. Für Minus haben wir eigentlich gar nicht so viel gerade. Es geht noch. Was ist hier los? Oh, nur ein Fall. Ein Unfall, Herr Bürgermeister, Sir. Ja, ich hoffe, da kommen noch Animationen. Beim ersten Teil hattest du Feuerwehrleute, die rausgekommen sind und Feuer gelöscht haben. Ich hoffe, das kommt noch. Hä? Entschuldigung, ich habe Fragen. Entschuldigung, ich habe Fragen. Was ist mit dem Auto passiert? Warum hängt das in der Garagenbahn? Vor allem ist es kein Garage, ist ja Hütte. Hä? Deko, ja. Also interessante Deko. Über die Häuser gepurzelt oder was? Okay. Ach du Sch. Ja, oh, wirklich extrem hoch, ne? Warte mal, habe ich die falschen Häuser hier platziert? Nee. Lol, das sind diese Commercial, die sind ja extrem hoch. Ach du Scheiße, warte mal, das machen wir anders. Machen hier Wohnhäuser mit mittlerer Dichte hin. Und dann machen wir die nämlich auf die andere Seite. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann die geringe Dichte wegmachen und dann einfach andere Dichten dahin machen, wenn das vom Spiel so gewollt ist. Das Auto von Spider-Man, das ist das Spider-Mobil. Er schleudert sich dann zusammen mit dem Auto über die Häuser drüber, ne? Genauso stelle ich mir das vor. Genauso stelle ich mir das Spider-Mobil vor, Spider-Car. Ha ha ha.
Spider-Mobil. Fancy Name. Mag ich. Geringe Dichte noch, ne? Weil wir mal aktuell wieder nachfragen nach Kommerzials. Mach einfach hier ein paar hin. Machen wir hier weg. So, brauche ich ja gar nicht wegmachen. Kann ich einfach überpinseln. Hier noch welche hin. Wir haben nicht genug Kunden, aber ihr seid doch hier mitten im Wohngebiet. Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich nicht. Guck mal, hier haben wir auch schon hohe Häuser. Das waren die billigen Mietswohnungen, glaube ich, ne? Und noch immer Nachfrage nach geringer Dichte. Das ist unglaublich. Aber wir sind ja noch keine große Stadt, ne? Wir haben ja erst 4000 Einwohner. Das ist, glaube ich, noch so Größe meines Heimatortes. Grüße. Grüße meines Heimatortes. So hier. Machen wir hier noch eine Straßenverbindung rein. Und hier machen wir auch noch eine durch. Ohne den Mietswohnungen. Ganz viele Miezen. Da gibt es Met und Miezen, mein lieber Lars. Met und Miezen. Oh ja, die. Oh Gott. Wie die sich gönnen, ne? Oh, direkt. Direkt Bock. Und dann mische ich einfach noch wieder Commercials hier mit rein. Haben wir die ein bisschen in der Stadt aktuell verteilt. Wir haben noch keine große Einkaufsstraße dann. Wir haben auch gar nicht so viel Verkehr, ne? Parkgebühren 10, Credits lassen wir mal. Oh nein! Eingestürzt. Frech. Das ist ja frech. Geil, und hier dann, hier ein Passagierding, ne? Und hier noch, hier dann Passagier. Hafen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Fancy. Freu mich drauf. Den könnten wir schon platzieren, ne? Oh, der Passagierhafen ist auch gar nicht mal so groß, ne? Wo haben wir denn hier? Oh Gott. Oh Gott, dafür brauche ich viele Kacheln. Ach du Scheiße. Der Seeweg ist hier hinten. Ich müsste das alles holen. Eieiei. Moment, ich muss mal eben kurz wem antworten. So. Die müsste ich mir alle kaufen. 25 Kacheln. Sehe ich das richtig? Ach du Scheiße. Vielleicht planen wir mit dem Hafen ein bisschen um. Vielleicht baue ich den doch da oben hin. Und nicht hier unten. Ich muss wirklich sehr viele Kacheln dafür kaufen. Ich habe 8. Könnte auch vielleicht hier. Das sind 6, 7, 8. Ich könnte das auch so machen. Dann müsste ich ja alle 8 jetzt dafür bezahlen. Weiß ich nicht. Ich baue jetzt mal ein Busdepot. Ich glaube. Was ist hier los? Achso. Ach, das waren wahrscheinlich Taxis, wa? Ich baue jetzt mal ein Busdepot.
baue ich hier einfach mal in die Gegend. Ich würde das einfach in der Nähe vom Taxidepot hinbauen. Ich glaube, hier kommt eh keine große Straße hin. Ja, lassen wir uns mal die Option. Sagte er und... sagte, wir lassen uns die Option. Könnte ich da jetzt die Straße rausziehen? Ja. Geht, okay. So, Busdepot. Busdepot, Bushaltestelle, Haltehäuschen bauen wir auf jeden Fall. Busdepot, Busstation. Ah, das ist so ein Ding mit mehreren Linien. Es wäre ja so zentrumsnah ganz geil, wo ich irgendwann mal vielleicht auch einen Zug hinbauen möchte. Das zentrumsnah, vielleicht so in die Richtung. Hier oben erstmal. Ja, wo kommt der Hauptbahnhof hin so? Wieso ist die Musik weg? Wo haben wir eigentlich die Zuganbindung? Hier oben ist Zug. Also der Zug würde dann wahrscheinlich parallel zum Highway verlaufen. In die Stadt rein. Also ein Hauptbahnhof würde ich dann... hier oben vielleicht Hauptbahnhof, dann wäre das mit dem, mit den Schiffen vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte Idee, das zu verbinden. Oder ich baue hier nachher einen Passagierhafen hin. Das dauert aber doch. Und dann wäre Zug erstmal... wie viel Kacheln bräuchte ich für den Zug? Ich frage rein aus Interesse. Es wären so 5. Vielleicht 7. Denn dann erstmal nur hier hoch. Am Highway entlang hier raus. Das wäre Zug. Pass auf, lass das mal kaufen. Könnte jetzt eine schlechte Idee sein. Lass das... könnte das eine schlechte Idee sein. Lass das mal kaufen. Dann wird das der Platz, wo der Hauptbahnhof hinkommt. Weit weg von der Hauptverkehrsdings, die ich da hinten habe. Aber das kann man ja immer noch alles ändern. Wo haben wir denn Verkehr? Zug! Straßenbahn, U-Bahn. Internationale Raumfahrtzentrum. Ich ziehe erstmal eine Straße raus. Müssen auch gucken, ob wir nicht hier noch eine Hauptverbindung hochziehen, ne? Und hier haben wir das Popstar-Anwesen. Vielleicht hier. Wäre dann jetzt eine Möglichkeit, Straße zu ersetzen. Hier nämlich. So, hier hoch. Und da bauen wir dann noch ein kurzes Stück hoch und dann kommt da der Bahnhof hin. So. Schon Bock, den hier oben hinzusetzen, ne? Ja, moin, als nächstes da noch Y als X, Elon 2.0. wir bauen auch Messler, ne? Können wir dann einen Kreisel hinsetzen? Wir könnten hier unten dann auch noch einen Kreisel hinsetzen. Ich habe eine Sache nicht, die wir am Anfang machen könnten, ne? Und jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo Parkpflege. Postsortierstation. Oh, grundlegende Kommunikation wird. Postamt. Postsortierstation. Funkmasten. Oh, shit. Okay, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. War jetzt aber gar nicht meine Intention, sondern der erweiterte Straßendienst. Den wollte ich. Weil damit lassen sich ganz viele fancy Sachen machen. Und
die würde ich jetzt gar nicht mal so weit weg machen wollen von den Straßen. Ich zieh die erstmal dahin. Gebäude errichtet. Oh shit. Es könnte sein, dass wir hier unten uns von unseren großen Häusern noch verabschieden müssen. Ne? Ich wollte ja noch die Autobahn hier lang bauen. So langsam wird der Platz eng. Mach mal die hohen Gebäude, da, die beiden da weg. Schauen wir mal. Gut. Wo haben wir denn... Genau, das Ganze ist auf Mist gewachsen, weil ich die Busstation... Oh, das passt ganz knapp hier nicht. Ich wollte die gegenüber vom Zug bauen. Wie groß ist denn der Zugbahnhof? Zugdepot? Achso, ich muss erst ein Depot bauen. Das ist das Depot! Fancy, wenn die Züge da durch das Depot durchfahren könnten, ne? Das ist das Depot. Ups. Wie groß wird denn der Bahnhof sein? Also ich muss eh ein Stück hoch. Die Bewohner hassen mich, wenn ich... Boah, das haut hier vorne und hinten nicht hin. Ach du heilige Scheiße. Ich kann nur eine Kachel noch dazu kaufen. Aktuell. Wann kriegen wir denn wieder Kacheln? Was sind wir eigentlich beim nächsten Meilenstein, ne? Darlehen. Ja, kriegen wir genug Kacheln. Vielleicht verschieben wir... Also ich mache auf jeden Fall jetzt eine Buslinie, was wir ursprünglich machen wollten. Und sobald wir wieder Kacheln kaufen können, überlegen wir uns das mal wegen dem Bahnhof. So, der Bus. Wie machen wir das denn mit dem Bus? Wo fährt er denn überall lang? Wie machen wir das? Gerne eine von hier oben hier runterziehen, ne? Und dann eine ins Industriegebiet. Ich würde auch einfach eine große Buslinie erstmal bauen. Ich habe aktuell kein... Oder ich mache hier in der Stadt Umsteigepunkt. So, hier einen Umsteigepunkt erstmal hast. Ich glaube, Busstation... Kann ich hier auch leider nicht reinsetzen. Dafür ist das hier ein bisschen zu nah gebaut. Das ist sehr schade. Aber ich würde ja auch ungern hier einfach in die Innenstadt. Ich würde schon gerne zum Bahnhof. Ich würde die Linien schon gerne alle am Bahnhof irgendwie langfahren lassen. Pass auf, da machen wir mal hier. Easy. Nämlich genau die falsche Seite. Machen wir hier ganz easy erstmal eine Busstation. Wo fährt der Bus denn dann lang? Hier entlang? Hier entlang? Also der fährt dann hier. Hier soll er noch halten. So, dann macht er hier einen Schlenker über den Kreisel. Ich würde sagen, der hält dann hier vorne. Einmal noch am Friedhof.
Warte mal, muss ich jetzt mal eben gucken. Ja, ich glaube. Nee, hier kann der halten, ne? Hier ist die Einfahrtsstraße an den Seiten. Oh, die Straßenlaterne ist weg. Okay, never mind. Ich dachte gerade, die wird da noch stehen, aber die steht dann jetzt nur gerade da, wo ich noch mit dem Bushäuschen drüber gehabert habe. Dann. Auf die andere Seite wäre schon fast praktischer, ne? Dann würde ich die einmal hier halten lassen. In dem Wohngebiet und dann geht das hier rüber. So, das heißt, wir machen den wieder weg. Und dann machen wir unsere erste Buslinie. Von hier. Über hier. Hier entlang. Hier. Hier. Friedhof. Hier. Und dann einmal hier abschließend. Oh, du sollst eigentlich oben lang fahren, ne? Schon gerne, dass du oben lang fährst. Gibt da sowas wie Waypoints, glaube ich, nicht wie ein Transportfieber, dann machen wir das so. Ja, hat die ganze Linie gerade wieder weggemacht. Machen wir die nochmal neu. Friedhof. Wohngebiet. Hier oben. Und dann hier runter. Und damit haben wir unsere erste Buslinie.